Habt ihr euch schon für eine Waffe entschieden? Noch nicht. Ich auch nicht. Ich bin soweit. Seid ihr bereit? Level 3. Bereit. Start Level 3. Widerstehen. Hä? Warum sind das nur 6? Keine Ahnung. Muss ein Programmfehler sein oder so. Den muss ich später beheben. Ist ja aber auch egal. Sie ist auch hängen geblieben. Mach ich. Herr Frost, bitte. Ja. Ira kann da nicht stehen bleiben. Ja, ich versuche sie ja wegzubekommen. Hilfe! Hol Carrie mit! Mach ich ja! Frost sollte nicht schon wieder hängen bleiben. Der ist schon voll oft hängen geblieben. Und Ira nicht, oder was? Geschehen. Ihr müsst mir helfen. Lea, war das bitte um Hilfe in einer Notsituation? In der Tat. Hahn, Saba, los. Hahn, ich helfe Lea. Du sicherst das Tierobjekt. Kapiert, Hahn? Verstanden, Saba. Ich hab's geschafft. Schaut. Level 3 beendet. Oh, oh. So, das wäre gerade noch geschafft. Jetzt kommt das neueste Level. Auf jeden Fall, Lea. Das Tribunal. Übrigens, wo bleibt Padme mit dem Update? Auf jeden Fall, Hahn. Hallo, Hahn. Hallo, Saba. Hallo, Lea. Ah, wie ich sehe, ist das letzte Level geschafft. Habt ihr die Zielobjekte? Wir haben alle Zielobjekte gesichert. Dabei ist wohl eins beschädigt worden. Auf jeden Fall, Padme. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und, by the way, Saba, rede nicht wie die im Spiel. Das ist super uncool und geht mir außerdem auf die Nerven. Ja, Padma. Mama, hast du das Update? Das Tribunal! Wir sind am Ziel! Lass es uns testen, Padma. Ich bitte dich inständig. Das will ich sehen. Geht auf eure Position. Ha? Du siehst so, dass die Software perfekt läuft. Saba, du kümmerst dich um die Hardware. Padma und ich überwachen das Update. Moment. Sind alle bereit? Erst muss Hahn noch inständig bitten. Saba, kennst du Götz von Berlichingen? Du meinst, wie ihr denn auch kommt, schafft, die dich kennt? Fair kennt. Hahn, Saba, habt ihr es jetzt? Können wir starten? Yes, ma'am. Dann haltet euch bereit. Ich gebe dir ein Zeichen, Lea. Und los!
Hallo Floss, du tapferer Krieger. Hallo Carrie, Heilerin aller Heilerin. Habt ihr eure Mission erfüllt? Das war nur Mods, Gaudi. Mission erfüllt. Nie war mein Wissen um Heilkräfte hilfreicher. Das ist ja fantastisch. Dann setzt jetzt eure Zielobjekte ein. Du zuerst, Carrie. Gut gemacht. Jetzt du, Frost. Bestens. Dann fehlt ja nur noch ihre. Das sieht nicht gut für euch aus. Ihr habt versagt. Wie könnt ihr es wagen? Wir haben den Feind besiegt. Dabei ist wohl was kaputt gegangen. Nichts, das ich nicht heilen könnte. Leute, ich glaube, wir steigen ganz tief in... Sei still! Die Mission ist nur erfüllt, wenn alle Zielobjekte ordnungsgemäß gesichert wurden. Dies ist nicht der Fall. Statt euch auf eure Mission zu konzentrieren, musstet ihr Frost helfen. Dabei habt ihr gegen die oberste Hauptregel verstoßen. Einer für alle. Das ist doch Schwachsinn in Reimform. Carrie und Ira haben Frost aus der Patsche geholfen. Alle für eine. Immer mit der Ruhe. Alles läuft weiterhin nach Plan. Das glaube ich kaum. Der Fehler kann den Verlauf unvorhergesehen beeinflussen. Ich bin für Abbrechen. Auf gar keinen Fall. Wir sind so kurz vor dem Ziel. Was sagt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Krankheit heilt durch Liebe. Verdammt gut ausgedrückt. Die Soldaten kämpfen für ihre Kameraden. Dummes Gerede. Ihr habt versagt, versagt, versagt. Dies war eure letzte Mission. Nummer 2. Carrie, Frost und Ira werden auf Eis gelegt. Macht euch bereit. Ja. Leia, das war unser Zeichen. Öffne den Transmitter. Ich bin soweit. Legt deine Hand auf die Segmente. Leia, jetzt! Han, Saba, was ist jetzt los? Warum kommen wir nicht wieder zurück ins Spiel? Ich hab doch gesagt, wir müssen abbrechen. An vielleicht mir? Hättet ihr auf mich hören sollen? An mir liegt's jedenfalls nicht. Die Hardware lief wie geschmiert. Wer sagt denn, dass es nicht geklappt hat? So, Saba, Han, für euch ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Mama, lass uns abwarten, ob sich noch was tut. Nichts da. Du gehst jetzt ins Bett. Wahrscheinlich besser so. Gute Nacht, Padme. See you later. Zu so nächtlicher Stunde fühle ich mich besonders müde. Außerdem fühlt sich mein Kopf an wie Milchbrei. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht, Padme. Schleimer. Schlaf gut, Lea. Möge die... Mach's gut, Han. Bis morgen, Saba. So, für dich wird es jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Du hast recht, Mama. Ich bin müde. Meinst du, es hat geklappt? Das sehen wir morgen. Ich werde heute Nacht daran arbeiten. Aber morgen gehst du erst einmal in die Schule. Na, da freue ich mich ja ganz besonders drauf. Mama? Ja? Singst du mir noch ein Nachtlied vor? Bist du dafür nicht schon zu alt? Nur nicht. Außer uns hört das doch sowieso niemand. Na gut, lass mich mal überlegen. Okay, ich weiß welches. Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, während ein geschossener Hase auf der Wiese Schlittschuh lief. Und auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, saß ein blondgelockter Jüngling mit Kohlraben schwarzem Haar. Neben ihm eine alte Schachtel, zählte kaum erst 16 Jahre. Und sie aß ein Butterbrot, das mit Schmalz bestrichen war. Droben auf dem Apfelbaume, der sehr süße Blumen trug, hing des Frühlings letzte Pflaume und an Nüssen noch genug.
Kamerahahn. Altes Haus, gibt es Fortschritte? Nein, das sind meine Freunde und die machen wir nicht platt. Morgen, Sauber. Morgen zusammen. Alles in Ordnung mit der Hahn? Jetzt hör endlich auf damit! Alles in Ordnung, Lea. Bisher läuft Game Over nicht. Padme und ich arbeiten an einer Lösung. Inzwischen sind wir so weit, dass das Programm bald wieder... Achtung, Feind, auf 12 Uhr. Ausgerechnet Boss Babe Nass darf dir die Maul und Boba Better Fett kommen uns besuchen. Was, die? Das sind die größten Idioten auf dieser Schule. Nein, auch die machen wir nicht platt. Oh nein, die Nervensägen kommen uns besuchen. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Haltet sie mir vom Leib. Na, ist euer Superspiel etwa abgestürzt? Ich wusste, dass ihr zu blöd seid, so etwas zu programmieren. Und ich wusste, dass ihr zu blöd seid, so etwas zu programmieren. Das habe ich doch eben gesagt. Echt jetzt? Boss Begnas, du bist doch nicht ansatzweise fähig, irgendwas zu programmieren. Und du, dachte die Maul, verwechselst die Tastatur immer noch mit einer Fliegenklatsche. Ach ja, nicht zu vergessen. Boba Bertha Fett. Das Teelicht im Dunkel der Dummheit. Weißt du überhaupt, wie man programmieren schreibt? Langsam, langsam. Zeig doch mal her. Ich gebe dir genau 3 Sekunden. Und dann. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Frau Ellis. Was steht ihr denn hier so herum? Bewegt euch mal ein bisschen. Ich zeige euch, wie es geht. Nicht im Ernst, oder? Doch, im Ernst. Los geht's. Bitte nicht. Arme, Hände hochgestreckt, Lippen, Zähne gleich geleckt, Arme hoch zur Seite neigt, immer schön die Zähne zeigt und auf Gähnen lauter, lauter, dann raus pusten, lauter, lauter und immer lustig mit den Fingern schnipsen. Los geht's, von vorne. Arme, Hände hochgestreckt, Lippen, Zähne glatt geleckt, Arme hoch zur Seite neigt, immer schön die Zähne zeigt und auf Gähne lauter, lauter, dann raus, pusten, lauter, lauter. Jetzt entspannt euch tief, spürt euren Atem intensiv. Was hast du da in der Hand? Nichts, Frau Adams. Ist das etwa eins von diesen neumodischen Technikdingern? Willst du mich vergiften? Gib das sofort her. Ach nein, bring es lieber selbst ins Sekretariat. Deine Eltern können es dort abholen. Das können sie nicht tun, Frau Adams. Ich brauche mein Tablet. So kann ich nicht? Kann ich doch. Das grässliche Ding. Sofort ins Rektorat. Komm, Kameraden, wir Fettel machen mir Platz! Was ist denn in die gefahren? Jetzt reicht es! Clara, Larissa und Marie, sofort ins Sekretariat! Babette, Didi und Bertha, begleitet sie. Bringt sie sicher zu Rektor Timsch und kommt dann zurück. Ich hab doch gesagt, die ist so dumm wie Bohnenstroh. Hinfort und nehmt diese Ausgeburt des Teufels mit! Aber liebend gerne doch, Frau Adams. Liebend gerne machen wir das. Wo sind wir? Wo ist Ira? Keine Ahnung. Gehen wir sie suchen? Irgendetwas stimmt hier nicht. So, was denn? Seit wann stellst du Fragen? Ich meine, hast du jemals irgendwelche Fragen gestellt? Bei dir heißt es immer nur, der Sieg ist unser oder friss oder stirb. Aber nie und nimmer hast du Fragen gestellt. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, du redest auf einmal auch so komisch, so... Kompliziert? Exakt. Wie dem auch sei. Ich bin immer noch derselbe. Gehen wir sie suchen? Hey Mann, du bist doch noch nie eingeknickt.
Ich schätze, der letzte Kampf hat seine Spuren hinterlassen. Warte, ich heile dich. Was war das? Du hast versucht, mich zu heilen und es hat nicht geklappt. Das meine ich nicht. Gerade eben, hast du es nicht gespürt? Als ich dich berührt habe, da war so etwas Komisches. Etwas ist vollkommen anders. Wo zum Teufel sind wir hier eigentlich? Tja, da sitzt ihr jetzt ganz schön in der... Stopp! Sag's nicht! Ich weiß, dass wir ein Problem haben. Ein Problem? Das riecht mir nach einer ganzen Menge Probleme. Ich glaube, ihr habt... Hey, Boss Babe, wie wär's, wenn du uns das Tablet gibst und wir verschwinden ganz schnell und unauffällig? Keiner weiß was. Keiner hat was gesehen. Ist das ein Deal? Vergiss es. Nicht mit uns. Genau, nicht mit uns. Das hat Babe doch gerade gesagt. Echt jetzt? Mann, ist das eine dumme Schnalle. Am besten wir... Lass gut sein. Ich habe dir schon mehrmals erklärt, dass wir die Dinge hier anders regeln. Aber wenn ich es dir doch sage, ein bisschen TNT hat doch schon jeden ganz schnell zum Schweigen gebracht. Was ist eigentlich in eure Haarefarbe? Die war ja schon immer ein bisschen durchgeknallt. Aber jetzt gehen anscheinend sämtliche Lichter aus. Ich puste mal kräftig. Okay, nochmal langsam und verständlich. Gibst du mir jetzt das Tablet? Vergiss es. Du glaubst doch nicht, dass ich mir den Spaß im Rektorat entgehen lasse. Ich freue mich schon so auf Alfred Remarque. Er ist mit Abstand der abgefahrenste Konrektor, den wir jemals hatten. Er wird dich allein mit seinem Redeschwall erschlagen. Und wenn er dabei wenigstens nicht so nuscheln würde. Und dann der Satz. Tja, die wollen mich natürlich nur reinlegen. Aber nicht mit Alfred Remarque. Das sage ich dir. So, das reicht. Weiter. Das ist ja ein Ding. Es hat tatsächlich geklappt. Willkommen, Frost, Carrie und... Namu, wo ist denn Ira? Hallo, aufwachen. Wo ist Ira? Carrie, verabreiche Ihren Schlafstock. Sofort. Leute, kein Grund zur Aufregung. Ihr seid in Sicherheit. In Sicherheit? Das nennst du Sicherheit? Wo sind wir? Das war mein Fehler. Tut mir leid. Ihr müsst total verwirrt sein. Nein, es muss ein totaler Schock für euch sein. Also, wie wär's damit? Wir setzen uns gemeinsam aufs Bett und plauschen ein wenig miteinander. Einverstanden? Ich kann euch auch etwas zu essen und zu trinken machen, wenn ihr wollt. Trinken? Essen? Sie hat Waffen! Nein, habe ich nicht! Nochmal mein Vorschlag. Wir setzen uns gemeinsam aufs Bett, ich erkläre euch, was hier los ist und mache euch dann das beste Essen, was ihr je in eurem Leben gegessen habt. Das dürfte auch für mich nicht so schwierig sein. Wie hört sich das an? Sag uns sofort, wo wir sind. Lass mich zuerst aufstehen. Also, das hier alles ist real. Ihr beide seid am Leben. Leben? Ist das ein neues Level? Oh ja, das ist das höchste Level, was ihr je erreichen könnt. Mehr geht nicht. Dann lass uns anfangen. Wo starten wir? Ihr startet hier und jetzt. Aber es gibt nur dieses eine Level. Am Ende steht der Tod. Dazwischen jede Menge Spaß. Menschen lieben, Menschen lassen, manche Sachen.
Dazu sagt. Hallo, die soll ich hier abliefern. Moment mal, Mädel, das geht so überhaupt nicht. Hat dir niemand so außer Anschein beigebracht? Selbst meine Tante Luise, die nur wirklich eine sehr auffallende Persönlichkeit war. Und glaub mir, die wolltest du nicht kennengelernt haben. Hatte auf jeden Fall mehr Ruspe als du. Das müssen wir also mal üben, im Klartext. Wenn du hier reinkommst, dann sag zuerst mal guten Tag. Und danach sehen wir, also wir Konrektor, Rektor, Lehrer und Sekretärinnen, letzteres übrigens sehr bezaubernd. Ob wir überhaupt anhören wollen, anhören zu von zuhören, weiterverfolgen, was du möchtest, dir Gehör schenken, tja, die wollen mich natürlich nur reinlegen, aber nicht mit mir, Alfred Remarque, das sage ich dir. Alfred, fass dich kurz. Gut, geh doch mal raus, klopf an die Tür. Aber Herr Remarque, an der Tür steht doch. Da steht übrigens auch, dass du nur einzeln eintreten sollst. Gut, dann komm doch mal rein, sag guten Tag. Und dann starten wir bestimmt fröhlich in diese bis vorhin noch intime Runde. Tja, die wollen mich natürlich nur reinlegen, aber nicht mit mir. Alfred Remarque, das sag ich euch. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Langsamer und deutlicher? Was Herr Remarque meint, ist, wenn du reinkommst, sollst du erstmal guten Tag sagen. Das ist höflicher. Genau, Susi. Höflichkeit ist's, was der Jugend fehlt. Außerdem wer... Guten Morgen, Herr Remarque. Guten Morgen, Frau Niet. Besser so, naja, das mit dem Einzeleintreten müssen wir noch üben. Aber trotzdem, hallo zusammen, was für eine schöne Überraschung. Genau, Susi, ich bin ebenfalls völlig überrascht an der Menge der Leute, die heute zu uns finden. Hat sich vielleicht eine höhere Macht zu uns berufen? Wo ist mein weiterer Diebstahl unserer kostbaren Zeit? Nun schau sie dir an, wie unschuldig sie schauen. Ist das nicht herzerweichend? Tja, in Wirklichkeit wollen die... Das habe ich sehr wohl gesehen. Jetzt aber Hand aufs Herz, was wollt ihr hier? Wir sollen die Nerds und ihr Tablet abliefern. Die haben mal wieder voll auf den Putz gehauen. Die haben einen ums Aufwärmer gesprungen. Oh, Klappe, Bertha. Sie meint gesprengt. Und natürlich Frau Adams. Sprengen? Ich darf endlich sprengen! Lass die Maus in die Pippe, TT, und ich spreng ihn irgendwie wieder in den Himmel. Oder in die Hölle. So wie sie es kann, eben verdienen. Was ist nun mit der los? Ich halte das nicht länger aus. Kann mir jemand diese Nervensäge aus dem Kopf entfernen? Die gewinnt immer mehr Kontrolle über mich. Ey, Larissa, kann ich dir irgendwie helfen? Alter, was geht ab? Remarque, ich glaube, es ist besser, wir verständigen Herr Tipsch. Genau, Susi. Bist du so lieb? Das erfordert Hilfe von ganz oben. Steht zwischen keiner? Sein Gesicht verlieren. Vielmehr wäre es besser, wir zu einer gütlichen Einigung kommen. Herr Tim, hier sind Schüler, die Sie sprechen wollen. Dann wollen wir Sie empfangen, aber gemächlich, gemächlich. Wüsste
das nicht heißen, womit kann ich euch dienen? Eben, womit kannst du mir dienen? Muss ich das verstehen? Egal, lassen wir das. Also, was ist euer Begehr? Ja, die Adams. Frau Adams. So viel Zeit muss sein. Ja, natürlich, meine ich doch. Frau Adams schickt uns. Wir sollen das Tablet und die da hinten abliefern. Aushändigen. Also... Schon gut. Nein, jetzt hab ich's. Das Tablet überreichen und die Treider abliefern. Clara, Marie und Larissa aus der 8a. Wer ist denn nochmal Klassenlehrerin? Ach ja, Frau Adams. Oder irre ich mich? Warum wundert es mich nicht, euch schon wieder hier zu sehen? Aber Herr Dimsch, dieses Mal ist es wirklich nicht so gewesen. Herr Dimsch, könnte es vielleicht an Frau Adams liegen? Schweig! Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass ich euer Verhalten nicht mehr dulde? Das wievielte Mal steht ihr jetzt schon hier? Tut mir leid, Herr Dimsch. Die realen Zahlen hatten wir 8. Klasse noch nicht. Genau, gib's den alten Sack! Bist du des Wahnsinns, fette Beute? Das ist unser Rektor. Keine dummen Sprüche! Das findest du wohl witzig, was? Jawohl, Herr Dimsch. Dann erzähle ich euch jetzt mal einen Witz. Werden 3 hoffnungslose Fälle innerhalb von 2 Wochen zum 5. Mal zum Rektor geschickt. Dieses Mal anscheinend wegen eines Tablets. Wo ist denn da der Witz, Herr Dimsch? Moment, ich bin noch nicht fertig. Der Rektor beschlagnahmt dieses Tablet und schickt die 3 hoffnungslosen Fälle mit jeder Menge Strafarbeiten für unbestimmte Zeit nach Hause. Außerdem bestellt dieser Rektor die Eltern ein. Das finde ich witzig, witzig. Frau Nied, rufen Sie die Mütter dieser 3 ungehorsamen Vasallen an. Sie sollen aus meinem Reich entfernt werden. Aber Herr Dimsch, bei Larissa und Marie ist niemand zu Hause, der sie abholen könnte. Nur meine Mom ist da, kann uns aber nicht abholen, da sie die Treppe runtergefallen ist und ihr rechtes Bein kaum bewegen kann. Du willst mich reinlegen, stimmt's? Aber keine Sorge, ich bekomme mich nach Hause. Herr Remark? Ja, Herr Dimsch. Können Sie fahren? Natürlich kann ich das. Mein Auto ist niegelnagelneu und will gefahren werden. Allerdings muss ich auch mal die Scheibenwischer überprüfen lassen. Das Auto ist keine 2 Monate alt. Und schon schmieren und quietschen die Dinger wie eine alte Quietschkommode. Und versuchen Sie, die mal auszuwechseln. Alles elektronisch gesichert. Wenn ich nur eine ferne, springt der ganze Wagen nicht mehr an. Tja, die wollen mich natürlich nur reinlegen, aber nicht mit mir, Alfred Remark. Das sage ich denen. Also, können Sie nun fahren oder stellen Ihre Scheibenwischer ein zu großes lebensgefährliches Unfallrisiko dar? Ja, ich meine, natürlich kann ich das natürlich schließlich. Monit, rufen Sie Claras Mutter an und fragen Sie, ob sie die 3 in Empfang nehmen kann. Später rufen Sie dann die anderen Eltern an. Herr Dimsch, dann kann ich ja direkt das Tablet mitnehmen. Jetzt, wo meine Mutter kaum laufen kann, so spart sie sich den Weg hierher. Tja, mein Kind, die Gesetze sind streng und in Stein gemeißelt. Wer bin ich, dass ich meine eigenen Gesetze breche? Es steht ausdrücklich geschrieben, dass die Eltern die Geräte hier bei uns abholen müssen. Herr Mark? Ja, Herr Dimsch. Was stehen Sie denn noch so rum? Ach ja, und geben Sie den Belgern vor Ort noch eine saftige Strafarbeit. Was steht hier noch so rum? Ab in den Unterricht mit euch. Sofort, aber soll ich das iPad vielleicht direkt mitholen? Frau Adams war ganz begeistert davon. Sag mal, du hast mir gerade wohl nicht zugehört. Wie ist eigentlich die Nummer eurer Eltern? Soll ich da mal eben anrufen und... Wäre es nicht logischer gewesen, erst einmal abzuwarten, ob Frau Just überhaupt ans Telefon geht? Und seit wann fahren wir Schüler nach Hause? Egal, nicht mein Problem. Wo ist denn die Nummer? Realschule Plus und Fachoberschule. Hallo, Frau Nied. Hallo, Frau Just. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Naja, halt der übliche Stress. Aber deswegen haben Sie sicher nicht angerufen. Was hat Sie diesmal ausgefressen? Also diesmal ist sie eindeutig zu weit gegangen. Frau Adams musste... Doch, Sie schon wieder bei Frau Adams. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Also Frau Adams musste ihr das Tablet wegnehmen. Tablet? Wessen Tablet? Etwas höflicher, bitte. Claras Tablet. Wo ist es? Mist. Wie bitte? Wo es jetzt ist? Bei Rektor Dimsch. Sie sind auf dem Weg zu Ihnen. Was? Wer?
Herr Remarque, Clara, Larissa und Marie. Herr Remarque. Ja. Hierher? Ja. Jetzt? In diesem Moment zu Ihnen nach Hause. Wir bekommen gleich Besuch. Ich muss euch woanders unterbringen. Zu spät. Ihr müsst euch hier verstecken. Da. Stellt euch dahin und bewegt euch nicht. Nicht im Ernst, oder? Das ist unter meiner Würde. Keine Zeit für Diskussionen. Macht endlich. Hallo, Frau Hughes. Guten Tag, Herr Remarque. Schön, Sie wiederzusehen. Auch wenn die Umstände nicht so schön sind, aber das waren das letzte Mal ja auch nicht, ne? Nee. Ah, wie geht's Ihrem Bein? War es linke oder das rechte? Ich weiß es nicht mehr. Hoppla, da scheint eine richtig gut umgefallen zu sein. Soll ich sie aufheben? Das machen wir gleich selber, Herr Remarque. Alles klar, wo war stehen geblieben? Ach, ihr Bein, Frau Just. Ja, das Bein, das rechte Bein hier. Dem rechten Bein, dem geht schon wieder viel besser. Wäre doch da nicht dieser Stuhl gewesen, der so unglücklich am Fuß der Treppe stand. Ja, dann wäre das Ganze mal nur nicht passiert, aber... Tja, was soll's? Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Sonst würde ich Sie auch wieder rausbegleiten. Moment, Frau Hughes. Ich muss Clara, Larissa machen hier noch eine saftige Strafarbeit geben. Natürlich. Anordnung ganz oben. Sie wissen. Ja. Clara hat hier beeindruckende Figuren stehen. Die hier wirkt ja ziemlich echt. Ja, das sind erstklassige Reproduktionen. Das haben Sie sehr gut erkannt, Herr Remarque. Sie haben sie bewegt. Anscheinend sind es doch keine so erstklassigen Reproduktionen. So, ich habe heute auch noch andere Dinge zu tun. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten zu gehen. Tschüss, Sie finden den Weg. Mensch, Frost, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Es konnte aber auch keiner wissen, dass meine Tochter nicht nur ihre Freunde, sondern gleich die ganze Schulleitung mit in die Zentrale bringt. Jetzt übertreibst du aber. Carrie, jetzt kann ich meinen Arm kaum mehr bewegen. Das ist erstaunlich. Frost, Carrie, ich glaube es nicht. Es hat geklappt, aber wo ist Ira? Die scheint den Sprung nicht geschafft zu haben. Stimmt nicht. Ira ist auch hier. Wo denn? Hier drin. Und seit neuestem auch da drüben. Die spukt seit gestern Abend in meinem Kopf rum und labert die ganze Zeit irres Zeug. Ihr wisst nicht, was ich durchstehe. Ich werde hier wirklich noch verrückt. Na, meine Süße, ich hab dich auch ganz doll lieb. Wir amüsieren uns doch prächtig. Genau das meine ich. Ich werde noch verrückt. Ich werde zweideutig geteilt, ich werde verrückt. Schafft sie fort eine Million, wenn es euch glückt. Ich hab genug von diesem Spuk, von diesem Zutreib. Holt mich hier raus, bringt mich hier weg, ich bin bereit. Wir haben gerade noch ganz andere. Frost, Carrie, ihr bekommt Kleidung von mir und könnt euch im Wohnzimmer umziehen.
Wir versuchen in der Zwischenzeit wieder zurück ins Spiel zu kommen. Um das Tablet kümmern wir uns später. Jetzt noch mal in Ruhe unter uns. Was hat es mit diesem Tablet auf sich? Dieses... Sophia will den Namen nicht aussprechen. Ja, genau. Dass dessen Namen ich nicht aussprechen will. Es gab in der Pause auf einmal Laute von sich. Alfred, worüber denkst du nach? Elektronische Laute. Wie bitte? Worüber du gerade nachdenkst. Ach so, alles gut. Ich hab da gerade über das nachgedacht. Mir ist aufgefallen, dass sowohl Babette als auch Clara großes Interesse an dem Tablet hatten. Ich sage es nur, weil bei News ist vorhin so eine seltsame Sache passiert. In Claras Zimmer standen zwei so lebengroße Figuren aus irgendeinem Videospiel. Sie sahen furchterregend aus, aber nicht furchterregend genug für mich. Auf jeden Fall betrachtete ich mir die Gestalten näher. Auf einmal bewegte sich die eine. Nein, Alfred, das glaube ich ja nicht. Da geht es mir wie Ihnen. Ich hab's gewusst. Teufelszeug. Ich bin zuerst reflexartig wie eine Raubkatze zur Seite gesprungen. Oh, alle waren völlig baff, dass ich zu solch einer schnellen Bewegung fähig bin. Genauso schnell wie ich weg war, befand ich mich auch schon wieder direkt vor der Kämpferin und blickte hypnotisierend in die Augen, den Körper in Angriffshaltung. Das kommt mir jetzt aber etwas unrealistisch vor. Und weiter, Alfred? Weiter? Nichts weiter. Der Gegner rührte sich nicht mehr vom Fleck. Ich blickte der Gefahr ein letztes Mal scharf in die Augen, um mir zu zeigen, dass er mal mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Schließlich bat ich Frau Hughes, mich hinaus zu begleiten. Alfred, mein Held! Ist mein Held, Alfred mein Held, bin ich in Not, bist du sofort bei mir. Alfred mein Held, droht mir Gefahr, stehst du bereit? Wir arbeiten mit Hochdruck an der Sache. Padma, wie kommen wir voran? Ich versuche, ins Programm zu kommen, aber egal, was ich mache, ich bekomme keinen Zugriff. Alle Befehlszeilen scheinen ins Leere zu laufen. Moment, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was hat denn mein Moppelchen? Fühlt es sich nicht so gut? Ich halte das nicht länger aus. Komm mit, Ira. Wir gehen zur Schule und versuchen, Timsch das Tablet abzuluxen. Ohne das sind wir eh aufgeschmissen.
Genau, so ist es gut. So liebe ich meine Larissa. Zielstrebig, selbstbewusst. Lass uns da ausgehen. Alles niederbrennen und dann ab durch die Mitte mit dem Tablet. Ich halte das nicht länger durch. Vergiss nicht das Tablet. Entschuldigung an. Mach dich ab, alte Schachtel. Aber gerne doch. Igitt, nicht die schon wieder. Wie habt ihr sie nochmal genannt? Boba. Boss Babe Nass, Dafti die Maul und Boba Bertha Fett. Stimmt. Nass, Fett und Maul. Passt so wie die Faust aufs Auge. Hast du gehört, Didi? Wie hat die uns gerade genannt? Was hat sie gesagt? Da schreit wohl jemand, ich will eins aufs Auge. Nein, das ist alles nur ein Missverständnis. Ach so, ein Missverständnis also, ja? Hör mal zu, du kleines, mieses... Du sollst mich nicht immer so erschrecken. Warn mich wenigstens vor, kurz bevor du austickst. Aufzieh mit Gebrüll, Frechheit! Aufzieh mit Gebrüll? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Ja, genau. Jetzt renn los! Losrennen? Genau, die sind nicht so... Eins, zwei... Zu dritt! Also renn los, solange du noch kannst! Los, hinterher! Hey. Geschafft! Wir sind... Wir sind wieder zurück im Spiel. Genau an der Stelle, wo es abgestürzt ist. Das Tribunal fehlt. Jetzt bräuchten wir Hahn, Ira und das Tablet. Dann könnten wir das Ganze rückgängig machen. Saba, versuche Hahn auf dem Handy zu erreichen. Sie soll sofort das Tablet bringen. Mach ich leer. Larissa, solltest du nicht zu Hause sein? Ich habe schon eben bei Claras Mutter abgegeben. Herr Remark, ich brauche unbedingt das Tablet zurück. Ich werde hier sonst noch verrückt. Unterstetig! Sonst ist dein Handy auch weg. Das ist ein Tablet. Kannst du es vergessen? Das lasst du dir gefallen. Hol es dir mit Gewalt! Halt endlich den Mund! Larissa, das geht mal wieder viel zu weit. Ich rufe jetzt Herrn Timsch. Aber... Hahn geht nicht ran. Mist. Saba, geh zur Schule und versuch irgendwie Hahn und das Tablet zu holen. Wenn jemand das schafft, dann du. Kann Carrie mitkommen? Nur so zur Sicherheit. Mein Idol und ich. Ich halte das für keine gute Idee. Warum nicht? Dann sehe ich endlich mal was von eurer Welt. Aber jemand müsste auf Frost aufpassen. Ach was, ich komm schon allein zurecht. Na gut, aber sei vorsichtig. Carrie sieht zwar jetzt aus wie eine von uns, aber... Wird schon klappen, Partner. Komm, Carrie.
Was soll der aufräumen, mein heiligen Gefilden? Herr Timsch, das Tablet. Ich muss es unbedingt haben. Meine Antwort, nein. Punkt, aus, Schluss. Viel zu dramatisch. Sag okay und rate ihn, auf gar keinen Fall das Spiel auf dem Tablet zu starten. Wieso das denn? Weil ich das so bestimme? Nein, nein, sie meine ich doch gar nicht, Herr Timsch. Eine Sekunde bitte. Umgekehrte Psychologie. Weckt die Neugier des anderen. Wieso bist du auf einmal daran interessiert zu gehen? Der Clown wird dir das Tablet doch eh nicht geben. Also lass nachsehen, ob vielleicht die anderen schon was erreicht haben. Vielleicht kann ich wenigstens zurück ins Spiel und von da aus was klären. Rate ihn dazu, das Spiel zu starten. Sie haben natürlich recht, Herr Timsch. Kann ich Sie trotzdem warnen? Du willst mich warnen? Ja, Herr Timsch. Auf dem Tablet befindet sich ein von uns entwickeltes Spiel. Es heißt Game Over und es muss sofort beendet werden. Clara hat es gerade eben gestartet und dabei aufs Schulnetzwerk zugegriffen. Wenn wir es jetzt nicht beenden, dann stürzt das gesamte Netzwerk ab. Ah, verstehe. Du willst, dass ich das Spiel nicht beende. Umgekehrte Psychologie klappt bei mir nicht. Ich habe Sie gewarnt, Herr Timsch. Gut, jetzt noch die anderen Trottel anfixen. Herr Remarque, Frau Nied, seien Sie gewarnt. Jetzt das Spiel, jetzt versteh's. Wir müssen sofort beenden. Gut gesprochen, Alfred. Du kannst das Tablet entsperren. Hey, was ist jetzt los? Warum leuchten auf einmal alle Segmente grün? Es sollten doch nur 3 sein. Verstehe ich auch nicht. Ihr wisst so gut wie ich, was das bedeutet. Hoffentlich starten Sie die App nicht. Ihrer traue ich allerdings alles zu. Ich bekomme keinen Zugang. Mist! Hier sind 6 blöde Punkte. Soll ich mal einen drücken? Nein, Alfred, das ist viel zu gefährlich. Ja, besser nicht, Alfred Schatz. Du weißt, was die 6 grünen Läumchen bedeuten. Herr Timsch, wenn jeder von uns einen Finger auf einen der grünen Button legt, dann beenden wir das Spiel. Ich sehe 6 grüne Punkte, aber nur 5 Personen. Halt, ihr nicht. Du ganz besonders nicht. Wer ist eigentlich deine Begleiterin? Kenn ich nicht. Wer? Nö, noch nie gesehen. Das passt schon, Herr Timsch. Ich habe alles im Griff. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mein Held, Alfred, mein Held, bin ich in Not.
Davon abzuhalten. Typisch Ira, immer mit dem Kopf durch die Wand. War ja klar, dass Han und Ira das Tablet nicht zurückbringen. Ich musste das wieder erledigen. Die Adams bewacht übrigens im Schutzkommando das leere Sekretariat. Was läuft hier eigentlich? Echt jetzt? Jetzt nicht. Am besten starten wir erst einmal das Spiel. Leia? Nicht so schnell, Padma. Lass uns das Spiel erst einmal im abgesicherten Modus starten und ein paar Tests durchführen. Didi, Bertha und Carrie, dazu brauchen wir eure Hilfe. Schnappt euch ein Tablet. Wenn ich jetzt sage, bewegt euren Avatar. Jetzt. Meldet mir, wen ihr steuert. Ich bin Neat. Partner? Han, Saba, Timsch, Carrie, Ira, Didi, Remark, Bertha. Cool, ich bin Bay. Okay, ich stoppe das Spiel nochmal. Das war der erste Test. Am besten, wir starten das Spiel jetzt noch im normalen Modus. Padme, sind die Add-ons hochgeladen? Nur das für die Sprache, Leia. Sie können jetzt zwar frei sprechen, sich aber noch nicht selbstständig bewegen. Das Add-on ist fast fertig. Sollen wir trotzdem starten? Moment. Nicht so schnell. Die Chance ist einmalig und die lasse ich mir nicht entgehen.
Wie wär's, wenn wir sie vorher anders positionieren? Tim schaut bei mir immer was gut. Okay. Ich starte das Spiel noch einmal im abgesicherten Modus. Roberta, bring doch mal, komm sie zu mir rüber dann. Stelle sie in den Trance ein, dass er sie sehen kann. Breite deine Arme aus, streck den Zeigefinger raus. Stell sie in zum Schwung rein, lass mich Rache Engel sein. Hey Stammara, hey Stammara, hey Samara, hey Samara, hey Kamara, hey Kamara, hey Mamara, hey Mamara, hey Stammara, hey Stammara. Spielt.
Level 1 bereit. Start Level 1. Kämpfen. Das Level startet von selbst. Saba, kümmere du dich um die Hardware. Wir haben keinen Kontakt zu Han und den anderen. Wir können das Programm kaum steuern. Partner, was jetzt? Wir haben Fortschritte gemacht. Wir erhalten nach und nach Kontrolle über das Spiel. Die kommen auch ohne uns zurecht. Schließlich sind Ira und Han dabei. Hey, Dickerchen! Das würde schleunigst bleiben lassen! Hier! Hol dir erstmal eine Wumme! Wer ist mit der da? Ich bin gegen Gewalt. Dito! Ich geh da mal! Nein, nicht! Da kannst du nicht stehen bleiben! Komm hierher, Remark! Hey, klappt das auch mit Timsch? Hui, macht doch Spaß! Ich dreh durch! Schluss damit, Saba! Aber Didi hat doch... Nein! Niemand wird gegen seinen Willen gesteuert! Ausnahme, Notsituationen! Ich bin soweit, können wir? Sie hat? Dann nicht niemand so wie ich! Lass uns Spaß haben! Da hinten, das grüne leuchtende Zielobjekt! Ja? Das müssen wir sicherstellen! Da ist das erste Level geschafft! Der Rest ist ein Kinderspiel! Ja, gut und schön, aber wie ist dein Plan? Mein Plan? Unser Plan! Wir stürmen los, machen alles nieder und dann schnappen wir uns das Teil! Unser Plan gefällt mir, los! Und was machen wir, Alfred? Natürlich heraus! Ich beschütze dich! Ach, Alfred, mein Held! Jetzt sollte schnell was passieren! Papa, ich habe einen Cheatcode eingetippt. Damit können wir die Gegner lähmen. Allerdings nur für kurze Zeit. Ich starte ihn jetzt. Was soll das? Das macht doch keinen Spaß! Komische Kerle. Alfred, wer sind diese Subjekte? Herr Timsch, das sind Kämpfer. Kämpfer? Sag mal, kapiert ihr es nicht? Wir sind in unserem Online-Game gelandet. Im Game Over. Da bewegt sich was. Na los, stell dir nicht das Dings da sicher. Carrie, beende mit Ira das Level. Mach ich. Ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Carrie, schneller. Versuch ich ja. Babys, dann mal futsch. Level 1 beendet. Das war meine Schuld. Ich hätte schneller sein müssen. Das war nicht deine Schuld, Carrie. Jeder von uns hat alles gegeben. Ich hätte sie retten können. Carrie, Game Over ist nur ein Spiel. Und so sollten wir damit auch umgehen. Aus Fehlern lernen und nach vorne schauen. Das bringt uns weiter. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Dann schieß mal los. Ich habe die Sprache reinstalliert. Timsch, Remark und Neat können jetzt wieder normal sprechen. Und was ist die gute Nachricht? Was war die gute Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, dass wir immer noch keinen vollen Zugriff auf das Spiel haben. Ein paar Plugins funktionieren noch nicht richtig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch einen Spieler verlieren. Verstanden? Klar, klar. Peter, nicht blöd. Da habe ich meinen Zweifel. Eine gute Nachricht habe ich aber noch. Tanzt gleich einfach mit Susi Tango? Nein. Ich habe einen Videochat installiert. Ab jetzt können wir direkt mit Ihnen kommunizieren. Starten wir Level 2. Schweigen. Hier waren wir doch schon. Gott sei Dank, ich kann ja wieder nochmal reden. Ich vielleicht auch. Oh, klasse, kann ich ja echt wieder reden, wie mir der Mund gewachsen ist. Das würde ich schön sein lassen, Herr Mark. Das nächste Level heißt nämlich Schweigen. Clara, bist du das? Hallo, Partner. Partner, Saba, Didi, Bertha, Frost und Carrie sitzen bei mir. Naja, Frost liegt eher neben uns. Ah, ihr habt uns das alles eingebrockt. Wenn ich euch in die Finger bekomme, Frau Hughes, von Ihnen hätte ich das nicht erwartet. Verstehe. Ihr habt die Gegner am letzten Level ausgeschaltet. Wie konntet ihr einen Sprachchat einrichten? Das ist ja phänomenal. Könnt ihr uns jetzt vielleicht hier rausholen? So einfach ist das leider nicht. Ich fürchte, ihr müsst das Spiel zu Ende spielen. Mit der Konsole im Tribunal können wir euch dann zurückholen.
Ich verlange sofort eine Erklärung für die Vorkommnisse. Dafür reicht die Zeit wohl nicht, Herr Timsch. Das nächste Level startet jetzt. Herr Timsch, wie fühlt sich jetzt an mit zwei Fingern in Ohren? Na, warte du. Level 2 bereit. Start Level 2. Schweigen. Da geh ich nicht wieder raus. Die schießen gleich bestimmt wieder auf uns. Falschschätzchen! Wenn du da rausgehst, darf kein Wort aus deinem Zuckermäulchen rauskommen. Sonst bist du flupp weg vom Fenster. Dein Dickerchen wird es wahrscheinlich als erstes erwischen. Alfred schafft alles. Und ob ich es schaffe. Schließlich bin ich mein Schwein der ganzen Schule bekannt. Also hat das jeder von euch verstanden. Ihr dürft keinen Lauf von euch geben, egal was passiert. Ihr müsst absolute Ruhe bewahren, bis das Zielobjekt sichergestellt ist. Los, ihr Weicheier. Das ist ja geil. Level 2 beendet. Doch nachsehen. Warum ich? Sieh mal, Padma und ich sind beschäftigt. Carrie ebenfalls. Ach, Frost, heb mal dein rechtes Bein. Noch Fragen? Bleiben nur noch Didi, Bertha und Cap. Und du übrig. Und du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich die beiden da zur Tür schicke. Überzeugt, schlimmer geht's nicht. Ich hab mich getäuscht. Es geht schlimmer. Da wache ich hilflos, auf dem Boden liegend, im Sekretariat auf. Niemand ist da. Mein Kopf brummt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh Gott, ich bin in der Hölle gelandet. Die räum ich jetzt nicht weg. Komm, Bertha, hilf mir. Ich schaff das nicht alleine. Wie? Du helfen Carrie. Ach so, man sagt das doch gleich. Alfred? Alfred, wo bist du? Wo ist mein Alfred? Ich hab doch gesagt, der Durchschwitzer erwischt es als erstes. Mann, Ira, hör auf damit. Ich weiß, dass Lehrer so schwer sind. Alle mal herhören. Das mit ich will doch fort, mein Alfred zurück! Frau Nied, das möchte ich Ihnen doch gerade erklären. Clara, also. Schluss jetzt. Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine untergebenen Schülerinnen und Schüler, Konrektoren, Sekretärinnen und... Level 3 bereit. Start Level 3 widerstehen. Geht das schon wieder los? Was erwartet uns denn jetzt? Das schwierigste Level. Die 7 Sünden. Thank you.
ist jetzt los? Warum höre ich Larissa nicht mehr? Lea, irgendwas stimmt nicht. Wir können nichts versehen, aber nicht hören. Hab ich mir doch gedacht. Ein Chip ist durchgebrannt. Den muss ich austauschen, aber das dauert einen Moment. Könnt ihr Zeichensprache? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sieh an, Matisha wacht auf. Das muss ein Albtraum sein. Sehen Sie mal, was ich da habe. Direkt aus der Hölle. Riecht verbrannt. Was jetzt? Hast du doch gehört. Zeichensprache. Lasst mich, ich kann das super. Du kannst bestimmt von den Lippen ablesen. Hallo zusammen. Meine Fresse, was ist das jetzt? Könnt ihr mich hören? Igitt, Berthas Mund in voller Übergröße. Wie eklig ist das denn? Keine Sorge. Wo war Berthas fette Scheunentor? Da lache ich mich ja kaputt. Wie sind die einen Heiratsantrag machen, Larsi Mausi? Wirst du mir untreu? Ruhe, sie versucht uns etwas mitzuteilen. Wen interessiert's? Ich helfe euer... Bertha, ich glaube nicht, dass uns deine Lippenbekenntnisse hier irgendwie weiterhelfen. Die Katastrophe? Frau Nied, was hat sie da eben gesagt? Sie kennt sich doch mit allerlei Mündern aus. Wird abgewendet. Wie soll ich das jetzt verstehen, Herr Timsch? Naja, Sie... Ja, bitte? Ach, egal. Haben Sie nur etwas von dem verstanden? Kein Wort. Scheunentor! Scheunentor! Ah, hey. Das reicht. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Echt jetzt? Dann lassen Sie mal hören. Tango, Alpha, November, Golf, Oscar. Tango, Alpha, November, Golf, Oscar. Piloten-ABC. Tango, Alpha, November, Golf, Oscar. Was war das? Das ist Piloten-ABC und heißt Tango. Wenn Sie das verstehen, können wir Ihnen kommunizieren. Ich probiere es gleich nochmal. Tango, Alpha, November, Golf, Oscar. Tut mir leid, aber Alpha, diese Sprache spreche November, ich nicht. Golf, Oscar. Tango. Sie sagte Alpha, Tango. November, wahrscheinlich ein Test. Golf, Oscar. Haben Sie Tango gesagt? Moment mal. Die ist gar nicht so dumm. Ja, überleg doch mal. Wenn Sie paarweise an den sieben Sünden vorbeitanzen, sich nur aufeinander konzentrieren. Sind Sie abgelenkt und kommen problemlos durch eine super Idee. Und was eignet sich besser als ein Tango? Musik mit Leidenschaft. Padme, Kontenanz bewahren. Saba, können wir zumindest ein Tango hochladen? Dürfte kein Problem sein. Na dann los! Thank you.
So, das wäre geschafft. Jetzt können wir wieder mit ihm plaudern. Wo bin ich? Ah, Frau Adams. Schön, dass Sie wieder wach sind. Wollen Sie etwas trinken? Ja, gerne. Danke. Ruhen Sie sich noch etwas aus und hören uns einfach weiter zu. Frau Just, ich habe die letzten Minuten nur geruht und sehr wohl mitbekommen, was passiert ist. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich dies alles nicht billige. Dennoch helfe ich, wo ich kann. Vielen Dank, Frau Adams. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Aber im Moment helfen Sie uns am meisten, wenn wir einfach in Ruhe arbeiten können. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Maries Geschwätz. Alt, 3 von 6 sind weg vom Fenster. Und du willst plaudern? Genau, 3 von 6. Klar. Erst Babe, dann Remark und jetzt Ira. Na und? Na und? Checkst du's nicht? Okay, Ira ist eine Spielfigur. Die können wir neu zum Leben erwecken. Aber was ist mit Babe und Remark? Sie sind aus unserer Welt. Die sind einmalig. Soll das heißen, Ira ist nicht einmalig? Willst du das sagen? Dann ist Frost, dann bin ich für euch nur eine Spielfigur? Carrie, lass uns mal sachlich bleiben. Han, Ira, Babe, Remark, Timsch und Need sind im Spiel gelandet. Babe hat es als Erste erwischt, weil sie unbedingt kurz vor dem Ziel noch rumballern musste. Remark? Naja, wir kennen sein Problem. Aber Ira, das war ein echter Verlust. Es ist so, in Game Over müssen alle Level geschafft werden. Egal, ob Verluste dabei entstehen oder nicht. Hauptsache, die Zielobjekte werden sichergestellt. Richtig, egal, ob Verluste dabei entstehen. Euch ist das doch völlig egal. Wisst ihr, wie unser Alltag aussieht?
war noch nicht fertig. Fakt ist, vor dem Tribunal müssen sich alle verantworten. Klar, dann sind die alle wieder da. Bertha, Bertha, ich wusste schon immer, ihr steckt mehr. Der hat's immer noch nicht kapiert. Da hilft nur eins, spielen wir weiter. Aber dieses Mal zu unseren Konditionen. Partner, haben wir jetzt alles unter Kontrolle? Ich bin bereit, wir müssen zu 90% Zugriff haben. Und was ist mit den restlichen 10%? Das sehen wir dann. Carrie, Saba, können wir? Susi! Alfred! Affenkacke, was ist passiert? Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Aber nicht doch, Kleines. Clara Just, wann hört dieser Unsinn endlich auf? Herr Zimsch, wir werden Sie und die anderen jetzt zurückbringen. Das will ich hoffen. Okay, alle mal herhören. Also, hinter dem Tor erwartet euch das Tribunal. Im hinteren Bereich des Raumes findet ihr eine Konsole. Mit der können wir euch zurück in die reale Welt bringen. Ja, ist klar. Immer ist das, wo wir hin müssen, im hinteren Bereich. Ja, vorne wäre es auch sinnlos. An deiner Stelle wäre ich lieber ganz ruhig. Clara, wie sollen wir deiner Meinung nach zur Konsole gelangen? Ich meine, bisher gab es jedes Mal Verluste, als wir irgendwas erreichen wollten. Und jetzt ein Tribunal? Das haben wir außer Gefecht gesetzt. Ja, wahrscheinlich genauso gut wie beim ersten Mal, ne? Euch wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als uns zu vertrauen. Ach, und übrigens, bevor ich es vergesse, bei den Waffen liegt für jeden von euch ein Ohrstöpsel. Mit dem können wir ab sofort immer in Kontakt bleiben. Der Plan ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht alle zur Konsole. Und zwar genau jetzt. Frau Just, ich habe jetzt eine ganze Weile nur geruht und mich nicht eingemischt. Ich hoffe, Sie nehmen dies wohlwollend zur Kenntnis. Dann halten Sie es ja hoffentlich auch noch eine weitere Weile aus. Bitte setzen Sie sich. Nein! Bitte, Frau Adams. Das reicht. So wurde ich noch nie behandelt. Ich gehe. Wenn Sie meinen, Frau Adams... Die Werbe wohl endlich los. Okay, können wir? Können wir vielleicht zuerst Frost retten? Ich glaube, er macht es nicht mehr lange. Carrie, es handelt sich nur noch um ein paar Sekunden. Lass mich zuerst die anderen zurückholen. Frost ist einverstanden, aber Frau Just, könnten Sie vielleicht noch mal herkommen? Frost hätte eine Bitte. Das dürfte kein Problem sein. Versprochen. Okay, ich starte jetzt das Transferprogramm. Lea, da leuchten nur 3 Segmente grün. Das sehe ich. Dann holen wir euch eben nacheinander zurück. Wer beginnt? Rektoren und Kinder zuerst. Ich bleibe. Ich kenne mich am besten mit dem Spiel aus. Ich bleib sowieso. Aber auf die Flachpfeifen da hinten kann ich ruhig verzichten. Ich habe verstanden. Ich werde bleiben und mich für euch opfern. Sie, Herr Timsch, sind unser Captain und müssen zurück auf Ihre Brücke. Du, Susi, hast noch dein ganzes Leben vor dir. Bewahre mein Andenken tief in deinem Herzen. Ach, Alfred, du bist so tapfer. Danke, dass du dich opferst. Eine tolle Rede, Alfred. So, wir müssen aber los. Also, dann sind wir uns einig. Hahn und Herr Renard bleiben. Für die anderen 3, legt eure Hände auf ein Segment. Kann denn nicht einmal etwas nach Plan laufen? Was sind das für Fremdlinge? Wieso hat der da keine Rüstung an? Das verstößt gegen die Regel 42a. Hey du, Lago. Larissa. Larissa? Kenn ich nicht. Und du?
Nummer 1 hat dich etwas gefragt. Antworte sofort. Ira, was ist mit dem los? Kann er nicht sprechen? Genau. Der Dingerchen hatte eine ganz schlimme Kindheit und spricht seitdem nicht mehr. Und er ist auch ein bisschen... Sie wissen schon. Ham, Ira, zeig dem Tribunal die Prismen. Das ist das Einzige, was es interessiert. Durchlauchtigstes Gericht, wir haben die Mission erfüllt. Das ist ja fantastisch. Wie sehr habt ihr dazugelernt? Und dieses Mal keine Verluste gescheut. Frost und Carrie sind heldenhaft gefallen. So muss es sein. Siege nur mit Verlusten. Das ist fantastisch? Siege nur mit Verlusten? Was reden Sie für wirres Zeug? Der kann ja doch reden. Der? Ich bin kein der. Mein Name ist Alfred Remarque. Und wie er reden kann? Mein Name ist Alfred Remarque. Schweig! Frost, Carrie, wenn unser Plan funktionieren soll, dann müsst ihr jetzt zurück ins Spiel. Saba, Leia, bereitet alles für den Transfer vor. Diddy, Bertha, Frost und Carrie müssen dorthin zurück, wo sie angekommen sind. Ihr beide helft Carrie, Frost dorthin zu bringen. Niemand verbietet mir den Mund! Da sind sie auf eure blutrohen und meint wird alles in jeder Gruppe kommandieren. Erniedrigen, ausnutzen und zweifelt wegwerfen die wertlose Ware. Und wehe, jemand widersetzt sich bei den intubierten Zeugen Machismo. Dann, ja, dann genieße ich eure narzisstischen Albers-Fantasien. In Vollzügen! Wir haben so satt, wir haben's richtig satt. Machtvakuum. Wisst alles besser, pocht auf Kleinigkeiten, aber Deutlichkeit nichts zu übertreffen. Realität, Alltagsprobleme, Befindlichkeiten, äußere Umstände werden weggekriegt. Und liegt jemand am Boden, dreht ihr genutztrotzend wieder und wieder nach. Wir haben so satt, wir haben's richtig satt. Wir haben so satt, wir haben's richtig satt. Wir haben so satt, wir haben's richtig satt. Aber, stopp, leise. Hört ihr das? Dort, in der Ferne? Näher, näher und näher? Ich kann ihn deutlich hören. Lauter, lauter und lauter! Wir haben so satt, wir haben's richtig satt. Wir haben so satt, wir haben's richtig satt. Wir haben so satt, wir haben's richtig satt. Eure Hoheit, wir haben diese Unruhestifter in Gewahrsam genommen. Diese feindlichen Subjekte müssen sich eingeschlichen haben, um euch zu stürzen. Das war ein großer Fehler. Ein sehr großer Fehler. Euer letzter Fehler. Ihr hingegen habt euch für unser Wohl gut eingesetzt und werdet befördert. Herr Mark, Hahn, spielt mit und tut so, als wärt ihr untröstlich und ergebt euch eurem Schicksal. Herr Mark, bitte nicht wieder übertreiben. Euch jedoch erwartet etwas Schlimmeres. Die Löschung. Tod! Nein, das können Sie nicht tun! Ich bin doch so jung, in der Blüte meiner Jahre und möchte... Herr Mark! Lieber ganz leise sein.
Hast du noch letzte Worte? Ich gestehe. Ja, ich gestehe, einen gemeinen Anschlag auf dieses Tribunal geplant zu haben. Und viel zu lange herrscht ihr schon. Euer Sturz war nur eine Frage der Zeit. Hahn, dasselbe gilt auch für dich, wenn du so weitermachst. So gehe ich nun, hoch erhobenen Hauptes, in den Tod. Lang lebe die Freiheit! Jetzt ist sie endgültig durchgeknallt. Das glauben sie uns doch nie. Keine Sorge, die stehen auf Drama. Schweig, Rebell! Euer aller Urteil wird gleich verkündet. Steht gerade! Die Mission ist erfüllt. Ihr habt euch zudem vorbildlich für unser wohl eingesetzt und werdet befördert. Geht zu einem der Segmente. Leia, das ist unser Zeichen. Öffne den Transmitter. Euch jedoch erwartet die Löschung. Geht zu einem der roten Segmente. Seid ihr euch sicher, dass das klappt? Ich habe da auch so meine Bedenken. Es wird klappen. Es muss klappen. Leia, Saba, seid ihr bereit? Software läuft. Hardware läuft. Dann haltet euch bereit. Legt eine Hand auf die Segmente. Leia, jetzt! Und jetzt, wie geht es weiter? Ich werde dir sagen, wie es weitergeht. Du, Bertha und Saba gehen jetzt nach Hause. Wahrscheinlich besser so. Gute Nacht packen. Leer, es war ein super Abend. Komm, Didi, wir packen. Morgen ist auch noch ein Tag. Tschüss, Leer, bis morgen. Bis morgen, Didi. Mach's gut, Bertha. So, für dich ist es jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Und, wie geht's dir? Frag mich das morgen nochmal. Gerade weiß ich nicht, wie mir der Kopf steht. Gib zu, das war der Hammer, oder? Ja, das war das Abgefahrenste, was ich je erlebt habe. Du hast neue Freunde gewonnen. Ich wette, dass Didi, Bertha und Babette dich morgen mit ganz anderen Augen sehen werden. Dir wird es auch so gehen. Ja, die sind in Ordnung. Ich freue mich schon auf die Schule morgen. Siehst du, gestern Abend sah das noch ganz anders aus. Mama? Clara? Habe ich das alles nur geträumt? Warte morgen ab. Ich habe noch eine Überraschung. Noch ein Nachtlied? Natürlich. Aber diesmal singen wir zusammen. Ich fange an. Dunkel war's, der Mond schien heller. Schnee bedeckt die grüne Flur. Als ein Wagen blitzeschneller langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, während ein geschossener Hase auf der Wiese Schlittschuh lief. Und auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar. Neben ihm ne alte Schachtel, zählte kaum erst 16 Jahre. Und sie aß ein Butterbrot, das mit Schmalz bestrichen war. Droben auf dem Apfelbaume, der sehr süße Birnen trug, hing des Frühlings letzte Pflaume und an Nüssen noch genug. Thank you.
Alfred, Frau Nied, mitkommen. Irgendwas ist anders. Na endlich, das wurde ja auch Zeit. Was wurde Zeit? Guten Tag, Herr Timsch. Herr Remarque, Frau Nied. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Sie wissen alle, warum ich Sie hergebeten habe. Eigentlich müsste ich gegen fast alle Anwesenden Anzeige erstatten. Anzeige wegen Freiheitsberaubung, Nötigung etc. etc. Aber was soll ich zu Protokoll geben, dass ich in einem Videospiel gegen laserschwingende Avatare gekämpft habe? Die halten mich dafür verrückt. Schön, dass Sie das auch so sehen, Herr Timsch. Also, ich werde von einer Anzeige absehen und kein Wort über diese ganze Sache verlieren. Sie alle bitte ich auch um absolutes Stillschweigen. Dafür ist es wohl zu spät. Ach, Marie, Marie, Marie. Komm doch mal her. Ich? Ja, komm, zieh dich nicht so. Ich tu dir nichts. Was gibt's? Du hattest mich doch gefragt, wie es sich anfühlt. Wie sich was anfühlt? Das. Echte krasse Erfahrung. Kann süchtig machen. Übrigens, Herr Timsch, danke fürs Ohrenputzen. War eine Weile her seit dem letzten Mal. Was ist eigentlich mit Carrie Frost und ihrer? Genau, geht es Ihnen gut? Ich vermisse sie. Ich auch. Ich ebenso. Das können wir sofort ändern. Hallo Clara. Ah, da sind ja auch die anderen Helden. Hat er gerade Helden gesagt? Ja, mein Schatz. Hallo zusammen. Ihr müsst uns unbedingt mal besuchen kommen. Es ist herrlich hier. Dank Hanna können wir uns jetzt aussuchen, wo wir hinwollen. Und unsere Diener sind immer zur Stelle. Oh, ich vermisse mein Lassi-Bängelchen. Kommst du mich mal bald besuchen? Das werde ich, Ira. Sobald ich mich innerlich dazu bereit fühle. Dann war's das? Das war's. Game over.